Willkommen zurück zu Stellaris Star Trek mit mir, Dennis. Schön, dass ihr dabei seid. Wie immer schauen wir uns erstmal an, was haben wir eigentlich letztes Mal für Fragen gehabt und ja, wie können wir die vielleicht klären und lösen. Wir hatten unter anderem eine Frage, nämlich wie zur Hölle baue ich ein neues Flaggschiff? Die habe ich euch gestellt und ein lieber Zuschauer hat mir vor 2 Folgen eine Antwort darauf gegeben. Ich hatte aber die letzten 4 oder 5 Folgen hintereinander aufgenommen über Silvester, damit es da keine Pausen gibt beim Senden der Folgen auf YouTube. Deswegen kann ich jetzt erst drauf reagieren. Und zwar ist es ganz einfach, man muss nur drauf kommen. Aber da ich ein bisschen dumm bin, bin ich nicht drauf gekommen. Was ich tun muss, ist, ich muss Utopia Planitia, also die berühmt-berüchtigte Werft im Sol-System, erst bauen. Wer hätte das gedacht? Ja, ich habe es ja versucht, aber ich war zu dumm, sie zu bauen, weil ich nicht bedacht habe, dass es möglicherweise eine Spezialkonstruktion ist, hier eine Megastruktur. Ich habe mir jetzt also ein Konstruktionsschiff genommen, habe mir hier bei Megastrukturbau die Utopia Planitia Werft ausgewählt hier unten. Relativ teuer, relativ viel Einflusspunkte und Legierung zum jetzigen Zeitpunkt des Spiels kostet sie, aber das war es mir wert. Und dann habe ich sie in den Mars-Orbit gepackt, da wo sie hingehört. Und jetzt wird sie gebaut und braucht allerdings noch ein bisschen. Ist gerade erst angefangen. So, also das nur zur Info vorweg. Das war jetzt die eine wichtige Sache, die wir noch klären mussten. Und ja, jetzt geht's weiter. Okay, Failure to Attend, ja, das hat ja nicht funktioniert. Ja, was sollen wir denn machen? Also das war jetzt hier noch so eine Geschichte, das hat ja letztes Mal einfach nicht funktioniert. Wie heißen sie denn? Dieses eine Volk sollten wir eskortieren. Es hat aber nicht funktioniert, weil unser Kapitän des Raumschiffs, das sie eskortieren sollte, ist auf dem Weg bei der Eskorte leider an Altersschwäche gestorben. Upsi. Und deswegen ging dann die Mission nicht weiter. Ja, blöd. So, bei der Konferenz über Boliax wurden die Erwartungen übertroffen. Ja, also die Bolianer finden mich jetzt super. Die finden die Föderation super. So, ein Offizieraustauschprogramm zwischen beiden Mächten genehmigt. Sehr gut, die Bolianer möchten ihre Offiziere mit uns austauschen. Wissenschaftler Luke Susin, der jetzt zur Verfügung steht. Das ist doch nett. So. Gut, ich habe, wie gesagt, jetzt seit 2 Wochen nicht gespielt. Das heißt, ich muss mich jetzt hier erstmal auch ein kleines bisschen wieder umschauen und gucken, was eigentlich Sache ist. Vor allen Dingen wollte ich eine Sache mal gucken, nämlich ob überall in meinem Gebiet alle Basen ausgebaut sind. Es sieht ganz gut aus. Hier könnte ich noch Handelswert abgreifen. Hier oben. Aber das ist nicht so wichtig. So, die Orioner möchten mal wieder assoziiert werden. Ich stimme dem wie immer zu. Mal gucken, was die Ferengi und die Saurianer sagen. Ich befürchte, sie werden dem nicht zustimmen wollen. Die Ferengi haben in Kolmiri eine neue Zweigstelle gegründet. Wert der Zweigstelle 2 aus Handelswert des Planeten. Ja, da müssten wir dann auch ein bisschen was von abbekommen. Die Tolianer, Alter, sind die hässlich. What the fuck? Was ist das denn für ein komisches Vieh? Wo stammen denn die Tolianer nochmal her? Ich weiß, ich frag das ständig, aber ich kann mal jemand googeln. Ich weiß es nämlich auch nicht mehr. Tolianer. Kritische Ressourcenknappheit? Warum? Wo, wer, was? Wir leiden unter kritischer, bei dieser Knappheit an. Achso, Brizen-Nitrat. Ah ja, das ist wie immer das. Ja, aber. Also eigentlich habe ich doch nicht viele Möglichkeiten bei minus 15. Ja, wie soll ich denn das machen? Botschaft etabliert, die Tolianer. Na, das ist doch schön. Das Ding ist, ich müsste eigentlich einfach viel mehr Nahrung produzieren. Also viel mehr Nahrung produzieren, damit ich wieder ein Plus an Brizen-Nitrat habe, weil ich kann ja.
Wo war's? Brizen-Nitrat kann ich doch irgendwie herstellen, oder? War das nicht so? War es nicht irgendwie so? Aber nicht hier. Warum kann ich das hier nicht herstellen? Unterhaltungs... Hier, genau. Zentrum für Bodenanreichung. Das brauche ich aber 24 Nahrung für. Das ist ja wahnsinnig viel. Also ich müsste 5 so eine Dinger bauen, damit ich auf plus minus 0 komme. Das ist schon sehr krass. Wo verbraucht man denn überhaupt dieses Brizen-Nitrat? Bei den... Hier, ne? Bei den Agrikulturdistrikten. Können wir vielleicht... Aber habe ich so viele Agrikulturdistrikte gebaut, dass das ein Problem war? Weil ich... Also ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein paar habe ich auch dazu bekommen wahrscheinlich, oder? Ne, die hatten alle... Als wir die Föderation gegründet haben, die hatten alle keine 7, 8, 9, 10, Alter. Okay, 12, 13, 14... Boah, ja, ja, da habe ich eine Menge gebaut. Vielleicht können wir hier mal... eins oder zwei abreißen. Dass wir mal ein bisschen wegkommen von dieser extremen Verschwendung. Von dem Zeug. Also jetzt habe ich zwei abgerissen. Das müsste ja zumindest schon mal ein bisschen einen Unterschied machen. Ist immer noch minus... Ne, minus 13 jetzt. So, ja. Das mit der Nahrung. Wie viel kostet denn Nahrung, wenn ich die einkaufe? Vielleicht kann ich mich ja auf dem Markt mal... Oh, ich kaufe schon Nahrung aktuell. Aber das kann ja eigentlich nicht so teuer sein. Warte mal, ich kaufe jetzt mal... Ich kaufe jetzt mal 50 Nahrung. Mal gucken, was das mich kostet. Oder 50 Energie ungefähr. Das geht ja noch. Das geht ja noch, Freunde. Die Lithium muss ich allerdings mal ein bisschen zurückrudern. Dafür können wir vielleicht auch mal ein bisschen weniger Legierung kaufen. Und wir könnten ein bisschen Verbrauchsmaterialien verkaufen. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen Handelsaction. Ja, 5 von mir aus erstmal. Und wie viel Latinum haben wir noch plus? Dann können wir da noch mal ein bisschen mehr verkaufen. Und vom guten alten Chemozid können wir auch noch mal eins mehr verkaufen. Und dann müsste das alles hier halbwegs ausgeglichen sein. Aber guckt euch mal an, wie viel ich investieren müsste, um dieses Gas zu kriegen. Ich meine, ich habe minus 13. Und ich habe 31 Nahrung. Man braucht 25 Nahrung Unterhalt oder was? Was? 24 Nahrung oder so. Für, um ein so ein... Ding sie zu produzieren, oder? Ne, wie viel produzierte das? Warte mal. War das 1? Ne, 3 produziere ich. Ja, Quatsch. Also 24 Nahrung gegen 3. Das heißt, ich müsste 5 so eine Teile bauen. Das heißt, ich bräuchte ein Plus von 125 Nahrung. Das ist... That's a lot. Bin mir nicht sicher, ob das so... Ob das irgendwann klappen wird. Okay, so, wir können jetzt hier mal... Vertrauensobergrenze. Allowing others to have a permanent sovereign-like residence. Make them feel like they are on their home planet. Ja, wir verbessern unsere Diplomatie. Ich meine, das ist unsere wichtigste Waffe. Zusammen natürlich mit tatsächlichen Waffen. Deswegen erforschen wir jetzt auch mal den Trikobalt-Sprengkopf. Das kann nicht schaden. Wir haben eine 3-Jahres-Mission. We have picked up a distress call from a freighter. It appears they are carrying a volatile substance, which has become unstable in transport. Okay, ja. Das Ereignis tritt ein. Wir probieren sie zu retten. Wahrscheinlich stirbt jetzt gleich der nächste Captain. Bei so einer Scheiße ist ja auch schon Captain Archer gestorben. So, ja, aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Der Frachter ist gerettet. Leider ist die Fracht verloren, aber naja, was soll man machen? Kann man sich nicht aussuchen. So, wie sieht's eigentlich mit unserer Föderation aus? Mit unserer, das ist ja nicht die Föderation, das ist ja unsere Vorstufenföderation, das ist sozusagen die weitere Föderation mit ihren Verbündeten. Die Ferengi sind immer noch deutlich stärker als die Föderation selbst.
Wäre natürlich schön, wenn wir es schaffen würden, mit der Zeit dazu zu dahin zu kommen, dass die Ferengi tatsächlich Mitglied der Föderation werden. Wobei ich mir immer noch nicht so richtig vorstellen kann, wie das klappen soll. Die Ferengi sind ja nun in ihrer Lebenseinstellung doch deutlich anders als die Menschen und die Vulkanier und so. Wir haben uns ja jetzt schon geeinigt auf so, ich sag mal, Sozialismus. Die Ferengi machen da, glaube ich, nicht mit. Da sind die nicht so Fan von. So, was haben wir hier? Fortschrittliche Waffentechnologie, sag uns mal mehr Informationen, Energy Beam Weapons, Cannon Weapons, was haben wir denn? Wir haben Energy Beam Weapons eigentlich, oder? Wir machen doch Phaser. Wir müssen uns mehr auf Sprengwaffen konzentrieren. Strahlenspezialisierung, komm. Ja. Waffentechnologie Design. Warpantrieb der nächsten Stufe. I love it. I love it. Ja, machen wir. So, ich wollte mal einmal ins Situationsprotokoll gucken, ob ich hier noch irgendwas machen muss. Ich muss so eine Bergbaustation bauen. Wie soll ich denn das machen? Urbanisierer. Ich habe ja gar keine Möglichkeit mehr. Okay, wir sollen Städte bauen. Dann bauen wir doch mal eine City. Eine City, wo wir vielleicht gerade nicht so viele Wohnungen frei haben. Hier haben wir eine nur noch auf Pajam. Mit 10, 9, 2 ist auch nicht so viel. Da bauen wir aber schon so viel Zeug. Aber noch keine Stadt. Na gut, dann bauen wir auf Pajam noch einen Stadtdistrikt. So. Dann können wir vielleicht auch mal unsere politischen Versprechen erfüllen. Kommt ja selten genug vor. So, dann wollen wir mal unsere Flotten uns kurz angucken. Die müssen nämlich, glaube ich, mal upgegradet werden. Wo sind die denn überhaupt stationiert? Hier, die ist in Ankar, da gehört sie auch hin. Aber wieso kann ich die denn da nicht upgraden? Die Flotte kann verbessert werden, theoretisch. Praktisch aber nicht, oder was? Das verstehe ich noch nicht so ganz, warum der das manchmal irgendwie kann und manchmal aber nicht und so. So, die West Fleet, warum ist denn die eigentlich... Haben wir nicht auch eine North Fleet? Die haben wir auch, ne? Wir haben jetzt ja hier mal beide Flotten beisammen. Es wäre schon ganz cool vielleicht zu gucken, ob wir mal dahin fliegen und mal gucken, was das eigentlich da für ein Ding sie ist. Und dann können wir das vielleicht, das System uns noch irgendwie schnappen. Ein Schnapper ist das. Hier oben habe ich auch gar kein Konstruktionsschiff. Vielleicht können wir hier mal eins bauen. Die Rio Grande Klasse. Hier vielleicht mal ein paar, die Konstruktionsschiffe auch mal upgraden. Weil irgendwie... Zack. Wieso kann ich das auf Pajam nicht? Achso, das ist gerade in einem Ereignis drin. So, das fliegt gerade wohin? Okay. Dann würde ich nämlich mal schauen, dass wir vielleicht dieses System hier oben, diese Feindflotte uns da mal angucken. Was das überhaupt ist. Wird halt unheimlich gerne aus diesem Tief mit dem Brizen-Nitrat rauskommen. Jetzt habe ich schon wieder minus 14. Dadurch produziere ich halt, das ist halt ein Teufelskreis, ne? Dadurch produziere ich 25% weniger Nahrung und kann mir noch weniger irgendwie leisten. Das ist doch alles Mist. Jetzt können wir erstmal vielleicht die Flotten hier noch upgraden. Wenn wir schon mal dabei sind. Wenn wir schon mal dabei sind. Die Cardassianer. Die sehen auch so aus, als würden sie uns zerquetschen wollen hier irgendwie. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden hier so aufgerieben zwischen den ganzen Fronten. Aber deswegen müssen wir ja auch auf Diplomatie gehen, weil so geht das halt einfach nicht, ne? Also wir sind nicht stark genug, um gegen alle gleichzeitig zu kämpfen. Wer sind die nochmal hier? Die, ach, die Breen. Ja, die Breen finden uns jetzt ja auch nicht so mega geil, ne? Mit denen haben wir auch aktuell keine Diplomatie. Föderationsrat. Wie weit sind denn die Saurianer?
Können wir mal gucken. Heißt die Saurianer willkommen! Leute, wir haben es geschafft! Die Saurianer sind endlich Mitglied der Föderation der Vereinten Planeten. Und wo waren sie noch gleich? Warte mal. Ich hab mittlerweile leider nach all den Wochen vergessen, wo die alle sind. Saurianer, Sau. Wo ist denn die Sau? Ich ordne mal nach, wer mich mag. Das sollte doch irgendwie helfen, oder? Mögen die mich nicht? Moment mal, wieso wollen wir die denn dann aufnehmen, wenn die uns nicht mögen? Tella, Vulkan, Denubala, Benef. Liste. Oriona, Tamara, wieso sehe ich die nicht? Hä? Warte mal, dann machen wir das so. Hier sind sie doch. Saurianer-Liga, warum habe ich die jetzt eben nicht entdeckt? Na egal. So. Zeig mir mal, wo ihr seid. Ah, da oben, okay. So, Saurianer, wer heißt euch willkommen? 1000 Delegierte, Applaus. Föderationskarte unterzeichnet. Zack, Föderation. Bam, in eure Gesichter. Die Saurianer sind Mitglied der Föderation. Nice, ihr seid natürlich willkommen auf der Erde. Friedensangebot, Chironiten, bla bla bla. Okay, gut. Wen holen wir uns als nächstes? Die Ferengi oder was? Ist es schon soweit? Ich meine, jetzt sind wir aktuell nur noch mit den Ferengi hier in der Allianz. Ich weiß nicht, warum er die ganze Zeit so komisch zittert. Ich glaube, der Mann hat Parkinson. Das tut mir sehr leid für ihn, aber... Oder ein Zitteraal beißt ihm in den Zeh. Keine Ahnung. So. Wie weit sind wir denn jetzt hier mit dem Upgrade? Ach, das war die Southfleet. So. Irgendwie können wir den... Ich weiß auch nicht, warum wir die manchmal nicht upgraden können. Wir haben einen Wissenschaftler verloren. Dann nehmen wir doch aber stattdessen mal den booleanischen Austauschwissenschaftler. Dann kann er sich gleich mal ein bisschen nützlich machen. Wolfgang Schulz ist gestorben. Tatsächlich ist der relativ berühmt gewesen, denn der hat seit irgendwie 70 Jahren hier geforscht für die Föderation. Ist eigentlich, glaube ich, jetzt kein bekannter Charakter aus Star Trek. Also der Name kommt mir nicht bekannt vor. Der ist eher bekannt sozusagen in unserem Universum hier, in unserem Spieldurchlauf von Star Trek. Wir benennen die USS Phillips Black Prince Hornet. Wir benennen die Hornet um. Komm, Hornet ist jetzt auch nicht so ein geiler Name. So. Okay, dann schauen wir doch mal. Wir haben eine ganze Menge Schiffe hier am Start. Wir haben eine 13.000er Flotte hier zusammen, also beziehungsweise zwei Flotten. Die Nord- und die Westflotte haben sich zusammengeschlossen, um hier in McGinty mal zu gucken, was da abgeht. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht gleich sterben werden dort. Das fände ich ganz angenehm, wenn wir das überleben würden. Ich gucke parallel mal kurz nach, wen wir hier überhaupt noch so in unserer Nähe haben. Die Xindi, versklavende Despoten, auch nicht unbedingt das, was jetzt hier ganz weit vorne steht, für mögliche Koalitionen. Was ist denn mit euch? Die Lissipianer sind gelehrte Erkunder. Das ist doch eigentlich genau unser Ding, oder? Das ist doch genau auf unserer Ebene. Sind die schon irgendwo... Die haben Föderations-Assoziationsstatus mit uns, sind also ja schon echt ganz vorne mit dabei. Kriegsphilosophie verbietet Angriffskriege, also die sind pazifistisch oder was? Materialistisch, xenophil, egalitär. Okay, also das ist natürlich dann blöd, weil wir wollen uns diese Möglichkeit nicht komplett nehmen. Oder wollen sie Angriffskriege? Ich verstehe immer nicht so ganz. Verbietet Angriffskriege minus 50. Ist es deren Kriegsphilosophie? Warte mal, ich verstehe das immer nicht so ganz, weil ich nicht genau weiß, wie unsere Regierung aktuell aussieht. Richtlinien, Kriegsphilosophie, Verteidigungskriege, uneingeschränkte Liberation Wars, also we fight to liberate. Also wir können Angriffskriege führen, das wollen die nicht. So rum ist das, ja? Nur, dass wir das einmal verstanden haben. Ihr habt es wahrscheinlich schon verstanden gehabt, ich halt noch nicht. Da müsst ihr mir kurz auch mal die Möglichkeit lassen, das zu verstehen. So, Meinung plus 43.
Entfernung 89. Die sind halt relativ weit weg, ne? Das ist wahrscheinlich das Problem. Ist ja die Frage, was bringt es uns, wenn die hier uns irgendwie. Andererseits sind die groß. Oh, das wäre schon schön, wenn die irgendwie. Wenn wir die an uns binden könnten. Ich werde da jetzt mal eine Offensive starten. Die sind halt echt weit weg, ne? Ist halt die Frage, ob wir da irgendwas. Irgendwas machen können, um die. Um die zu uns. Die Lissipianer haben wir schon. Machen wir gerade schon. So haben wir sogar Surak hingeschickt, ja, einen der berühmtesten Diplomaten in der Geschichte von Star Trek. Können Ihnen ja mal noch ein paar Ressourcen anbieten. Mögt ihr Verbrauchsmaterialien? Die schmecken lecker. Ja, komm. Duraniumplatten haben wir doch auch immer genug, oder? Mögt ihr Duraniumplatten? Ihr mögt auch Duraniumplatten. Sogar sehr gerne. Na komm, dann geben wir euch auch davon welche. Wovon haben wir noch viel? Von den Kristallen haben wir viel. Die mögt ihr nicht. Von Chemozid haben wir viel. Mögt ihr auch nicht. Das mögt ihr alles nicht. Was ist denn mit euch los? Ihr seid ja wirklich echt wählerisch. Muss man mal sagen. Habe ich aber genau die zwei Sachen erwischt, die sie gut finden. Oh, Latinum finden sie gut. Latinum finden sie gut. Habe ich aber ja auch. Also, warum nicht? Zack. So, aktuell 853 plus. Mal gucken, was wir dadurch gewonnen haben. Initiating communications. 851. Na, so richtig viel hat das nicht gebracht. Der Sindirat erbittet einen Protektoratsstatus. Okay. Ja. Von mir aus. Die Orioner möchten wieder mal assoziiert werden. Nicht, dass das jemals klappen würde. Die Ferengi haben da ja offensichtlich irgendwie was dagegen. So, dann gucken wir doch mal, was hier jetzt los ist. Also theoretisch können wir das schaffen, aber nur wenn beide Flotten halt zusammenkämpfen. Fuck, 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 fuck. Wo ist denn die andere Flotte? Ich hasse das immer. Dass die nicht zusammenspringen. Man muss das immer aktiv, da kommen die anderen. Die größere Flotte. Was? Was? Die Aliens sind eine Stimme Orionische. Die Orioner sind Teil der Koalition? Die Ferengi haben zugestimmt? Was denn hier los? Wunder geschehen. Aber noch hat das nicht geklappt, irgendwie. Irgendwie habe ich das Gefühl, das wird ein sehr harter Kampf gegen diese Kristallwesen. Oder was sind das? Mining Drones? Oder so richtig sehe ich noch nicht, was das ist. So, wir haben eine bei der Dreijahresmission eine Rettungsoperation. Schon wieder der Frachter? Oh Mann, ey. Wie oft soll ich das noch retten, das Ding? So. Ja, wir haben es geschafft. Sehr schön. Irgendwie habe ich das Gefühl, die sind doch noch ganz schön stark hier. Ich verliere eine ganze Menge Schiffe. Aber dafür kriege ich halt ein System, wenn ich es schaffe. Dann haben wir hier noch irgendwas Spannendes. Aber was ist denn das? Wir haben doch das angeboten. Haben die das jetzt angenommen oder was? Irgendwie nicht, ne? Keine Ahnung. Aber die haben doch angefragt. Ja, nun. Ja, wir beseitigen mal hier irgendwelche wilden Tiere. Das passt zur Föderation. Wilde Tiere beseitigen, das ist unsere liebste Beschäftigung. Alter, die sind echt krass. Komm, wir ziehen uns zurück. Das haben wir halt echt irgendwie nicht geschafft, ne? Ja, genau, jetzt kommen sie an hier. Jetzt kommen sie angeschissen. Es tut mir leid, ich habe nicht gesehen, dass ihr jetzt auch noch kommt. Ja, müssen wir unsere Flotte jetzt erstmal wieder aufbauen. Aber was ist denn jetzt mit den Orionern? Ihr habt euch doch eingeladen. Wieso wollt ihr denn nicht?
Ach so, die sind nur assoziiert, die sind noch gar nicht beigetreten. Können wir den assoziiert... Entschuldigung, ich hab's falsch verstanden. Eine Koalition einladen geht nicht, ne? Die Ferengi-Allianz stimmt mit Nein. Na gut, aber dann kriegen wir sie ja vielleicht dahin, dass wir die Ferengi aufnehmen in die Föderation. Und dann können wir ja vielleicht mit ihnen hier eine Koalition gründen, weil dann ist ja dieses minus 1000 von der Ferengi-Allianz einfach weg. Und den Rest hier kriegen wir, glaube ich, schon... kriegen wir schon ganz, ganz gut hin. Aber guck mal, die Orioner, die sind doch garantiert für Angriffskriege. Also bedeutet das, Kriegsphilosophie verbietet Angriffskriege doch einfach, dass wir das verbieten. Dann sind Angriffskriege diese totale Kriegoption da, diese uneingeschränkte Kriegsführung, die wir nicht haben. Also, naja gut. Wie dem auch sei. Gut, ja, meine Schlacht gegen diese komischen Wesen hier hat nicht so gut geklappt. Wir können ja nochmal gucken, was unsere Verbündeten jetzt hier ausrichten können. Ich nehme an, nicht so viel. Die Saurianer versuchen es auch mal mit einer 2000er, 2500er Flotte. Ich habe die zwar hier schon ein bisschen geschwächt, aber sie werden leider trotzdem in den Tod gehen. Das tut mir so ein bisschen in der Seele weh. Ehrlich gesagt, wir haben gerade eine Kolonie fertiggestellt auf Alpha Centauri. Ja, vielleicht können sie wenigstens noch ein Schiff zerstören von denen. Ja, das ist doch super. Alter, vielleicht noch eins und noch eins. Ja, so ein paar. Dadurch werden die halt einfach schwächer und wir können beim nächsten Mal sie halt leichter erledigen. Ja, wir versuchen das natürlich nächste Folge nochmal, ne? Das ist klar. Jetzt müssen wir aber erstmal unsere Flotten hier reparieren und auffrischen. Wir haben auch gar nicht so viel verloren. Wir könnten eigentlich gleich wieder reinfliegen und es nochmal probieren. Machen wir aber erst nächste Folge. Jetzt machen wir erstmal eine Pause. Freuen uns über neue Komponenten. Höhere Bergbauproduktion. Ja, warum denn nicht? Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, Leute. Lebt lang und in Frieden. Ciao, ciao.